So, und da sind wir wieder. Doppelte Schwierigkeitsgrad-Erhöhung. Wir haben jetzt Schwierigkeitsgrad 2.3 und ich bin jetzt an der Anleitung, was natürlich aufgrund meiner Dummheit alles noch schwieriger macht. Richtig. Aber ich kann dir natürlich, wenn ich den Namen des Moduls noch kenne, dann kann ich dir natürlich sagen, wie das Modul heißt. Ich weiß dann ja jetzt auch von der anderen Seite aus ein bisschen mehr, wie das Spiel abläuft. Ja, also du kennst dann auch die Symbole so ein bisschen und weißt ungefähr, wie die aussehen und so weiter. In welcher misslichen Lage du die jetzt befindest. Ja. So, wir fangen jetzt an. Gut, dann starten wir das mal. Muss natürlich auch bedenken, dass unser Alkoholpegel immer steigt. Wir haben 5 Minuten für 4 Module. Bitte niemals beim Bombenentschärfen saufen. So. Ach, warum nicht? So, wo muss ich anfangen? So, wir fangen an mit Symbolen. Ja. Wir haben ein A mit einem T unter dem A-Strich. Ja. Wir haben ein umgedrehtes N mit 90-Grad-Kurven am Anfang und am Ende. Ja. Wir haben einen Tischtennisschläger. Ja. Und wir haben einen Hund, der links einen senkrechten Streifen hat. Also einen senkrechten Strich. Also ein Dreieck mit ich einem... Ich habe 2 von deinen 4 Beschreibungen nicht ganz verstanden, aber ich glaube, ich bin in der richtigen Spalte. Fangen wir mal an. Ja. Ja. Ja, dann fang an. Ach so, zuerst der Tischtennisschläger. Ja. Dann das A mit dem T. Ja. Dann, ich weiß nicht, wie du es jetzt beschrieben hast. Hund mit oben... War falsch. Hä? Ja, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Okay. Hast du schon selber gelöst? Dann haben wir Wires, also Drähte. 3 Drähte. Ich muss mir das Video jetzt selber mal angucken, um zu wissen, was sie gerade falsch gemacht haben, was du jetzt gemacht hast. Ja. Wires, aber ich möchte jetzt nicht diskutieren. So, wie viele haben wir? Wir haben 3 Drähte. 3. Rot? Ja. Ja. Ein roter. Ist der letzte weiß? Nein. Für blaue? Keiner. Den letzten schneiden. War richtig. So, jetzt haben wir Maze. Ja. Ah, jetzt weiß ich, was dein Problem war. Also, ich habe dieses 6x6 Ding. Das ist Pac-Man-Level quasi. Genau. So, ich muss... Also, die beiden Kreise sind erste Zeile auf der 5. Warte. Hm? Ja, ich hab's gefunden, ja. So, die beiden Kreise sind erste Zeile auf der 5 und fünfte Zeile auf der 3. Ja, habe ich. Gut. Ich bin momentan vierte Zeile, vierte Spalte und ich muss erste Spalte, fünfte Zeile. Du bist vierte Zeile, vierte Spalte. Ja. Und du musst... Ich muss erste Spalte, fünfte Zeile. Erste Spalte, fünfte Zeile. Genau. Das ist ja echt wie Pac-Man. Ich muss dir jetzt sagen, wo du lang gehen musst. Genau. Zweimal nach unten. Ah, stopp. Ich bin jetzt ganz unten links und ich muss zum Dreieck. Ich bin ganz unten links. Ich muss auf 4-4. Wieso das denn auf einmal? Nein, ich wusste nicht, welcher ich bin. Ich bin ganz unten links und ich muss auf 4-4. Du bist ganz unten links in der Ecke und musst auf 4-4. Genau. Dreimal nach rechts. Ja. Zweimal nach oben. Jo, ist entschärft. So, und jetzt haben wir Passwords, glaube ich, heißt das. Ja. Ich habe oben ein Wort stehen, Read. R-E-E-D. Und habe hier jetzt 6 Wörter stehen. Das ist Morse-Code? Nee, es ist höchstwahrscheinlich nicht Morse-Code. Wahrscheinlich können wir das sowieso nochmal neu starten. Wie heißt das? Read? Also, oben habe ich ein Fenster, wo ein Wort drin steht und... Das steht da. Da drunter, da steht Read. R-E-E-D. Scheiße. Noch 30 Sekunden. Das fliegt sowieso in den Wort. Können wir vergessen. Unten links. War falsch. STRGF einfach mal Read eingegeben und hat was gefunden, wo ein Auge unten links ist. Was siehst du denn? Blank. B-L-A-N-K. Steht da oben. Bitte rechts. Puff, das war's. Hier blank.
Ja, nee, dann musst du da nachgucken. Und dann musst du hier unten nachgucken, was für ein Wort da steht. Ne? Hier, da steht blank. Dann musst du dir sagen lassen, was für ein Wort an der Stelle steht. Und dann hier suchen, wo das Wort ist. Und dann nach der Reihenfolge. Das erste Wort, was auf dem Ding steht, muss angeklickt werden. Das ist ein richtig krankes Rätsel. Das ist... Wollen wir es nochmal probieren? Machen wir mal einen Schwierigkeitsgrad einmal zurück. Okay. Also auf dem letzten Schwierigkeitsgrad, wo du das in meiner Rolle geschafft hast, möchte ich es jetzt auch mal einmal.